Hey Leute, zurück zu Spore. Wir sind hier. Wow, hatte mal eure Fresse, ne? Wir haben hier immer noch so unseren Italiener mit der Gurke runterhängen, der immer noch ziemlich glitschig aussieht. Und hier unsere Dudes. Zwei mittlerweile schon. Und ja, es ist jetzt auch wieder eine Woche her, wo ich das gespielt habe. Und heute kommt mal eine aktuelle Folge. Das heißt, nicht vorproduziert. Und da habe ich dann ein bisschen mehr zu labern. Beispielsweise gibt es eine kleine Änderung im Uploadplan. Und ich muss mir einen Sound leiser machen bei mir hier. So, Moment. So, jetzt kann ich nämlich auch vernünftig reden. Es gibt eine kleine Änderung im Uploadplan. Ich meinte ja, dass ich am Freitag... Ey, wo gehe ich überhaupt hin? Was habe ich eigentlich vor? Das ist der Nachteil, wenn man nicht vorproduziert. Wir könnten die mal vernichten. Ja, das wäre ganz gut. So, wer ist Alpha? Der bist Alpha, du stirbst zuerst. Nämlich gibt es ja auf meinem Upload-Plan, dass ich freitags COD spiele. Und das wird jetzt geändert, da ich in COD immer noch viel zu noobig bin und es mir eigentlich auch nicht so viel Spaß macht. Und der Sound ist immer noch zu laut für mich im Moment. dass es mir eigentlich auch nicht so viel Spaß macht wie beispielsweise DayZ. Was ich mit einem Kumpel momentan ziemlich aktiv spiele. Und deshalb gibt es jetzt auch eine kleine Änderung im Uploadplan, dass nämlich freitags DayZ kommt. Und jetzt kommt's. Ich verstehe es immer noch nicht. Dafür gibt es keinen rationalen Grund. Ich verstehe es nicht. Naja. Ich spiele DayZ Standalone mit einem Kumpel ziemlich aktiv. Und wir suchen noch einen. Also, wir wollen einen Clan erstellen. Beziehungsweise. Wir suchen noch Mitglieder. Dafür wird noch ein Trailer geschnitten. Ich weiß nicht, ob Mazzy ihn schon fertig hat. Ja, es heißt, er heißt Mazzy. Ja. Ich weiß nicht, ob er ihn schon fertig hat. Ich glaube nicht, aber er ist auf jeden Fall ziemlich episch geworden. Wir machen richtig viel Scheiße schon im Trailer. Und ja, wenn ihr auch DayZ Standalone habt, könnt ihr euch da natürlich gerne anschließen. Wir suchen noch Mitglieder. So, nun zurück zu Spore. Und ich überlege gerade, wie ich ein bisschen unser Ding noch schöner machen kann, weil, obwohl ich finde ihn schon richtig sexy. Und ich möchte mich ein bisschen entschuldigen. Es ist zwar nicht in den Kommentaren oder so vorgekommen, dass einer, es wird hundertprozentig jeder von euch bemerkt haben. In der letzten Folge hat jeder Satz wirklich mit M angefangen. Ich möchte mir das nicht angewöhnen, das war auch nur in dem einen einzigen Video. Mir ist es in keinem anderen aufgefallen, nur in dem, ja? Entschuldige, dem es auf den Sack gegangen ist. Mir schon beim Anschauen, extrem. Und, ist ein bisschen hartnäckig. Ja, ich habe ein paar Tipps noch bekommen von anderen Dudes. Nämlich, dass wir, wenn, es gibt so Bosse, richtig heftige Bosse, die ich auch kenne. Die sind dann irgendwie Level 1000 und 10-mal größer als ich und mit denen können wir uns anfreunden. Und wenn wir das schaffen, haben wir so einen Typ im Rudel, einen richtig fetten Typ im Rudel, der alles zermetzelt. Und das ist auch ganz praktisch. Dann sind wir nämlich ziemlich bosshaft und ihr seht unten die Fortschrittsleiste, sie geht immer weiter höher. Wir sind jetzt in Folge 4. Das heißt, wir sind jetzt schon jetzt in der dritten Folge in der Kreaturenphase, aber... Also schon drei Folgen in der Kreaturenphase, was wir natürlich nicht wollen. Wir wollen natürlich in die Stammesphase. Und ich fress gerade mal was. Ja, wir sind gerade voll am Vernichten, voll am Destroyen. Aber ich finde das auch ein bisschen cooler als so schwuchtelig so sich mit allen anfreunden. Was soll das? Ne? Wir sind ja Fleischfresser, ne? Brauchen wir. So, ich wäre gern alles Fresser, aber... Oh, der hat viel Leben hier. Ich bräuchte mal Unterstützung, bitte. Danke. Ja, jawohl. Hirn größer. Bald sind wir in der Stammesphase, da wird es noch viel geiler. So. Da. Yay. Gut, und mir hat auch jemand geraten, ich weiß nicht, ob ich das schon letzte Folge gesagt habe, dass ich mich kurz. Moment. Wow, die ganze DNA in deinem Kopf. Ich kann nicht lesen. Wow, die ganze DNA ist in deinem Kopf gelandet. Dein besonderes großes Gehirn lässt nun eine dritte Kreatur in deinem Rudel zu. Entschuldige, es ist noch morgens. Ich muss mich beeilen, weil ich heute noch zu einem Dude will. Und
Wo sind denn die anderen? Ja, gut. Okay, was sind der jetzt für welche? Jage 4 Wabbel. Hier ist kein Wabbel. Schade. Okay, wir sind fast da und bevor wir, kurz bevor wir in die Stammesphase kommen, sollen wir ans Wasser gehen, denn dann können wir angeln und das würde uns. Wow. Okay, 40. Hey, Bro. Ich wollte dich gar nicht angreifen. Na? So. Singen war das? War das Singen? Ich glaube, es war Singen. Ja, das ist auf jeden Fall Singen. Oh, wie er singt. Posieren? Können wir das schon? Nein, verdammt, wir können doch nicht posieren. Okay, das müssen wir mal ändern. Dann gehen wir mal, machen wir uns mal auf den Weg nach Hause. Denn gegen so Typen, es war ja nicht mal ein Alpha, glaube ich. Und Level 40 und die können fliegen, die Spastis. Und das sind mehr. Will ich mich eigentlich nicht anlegen, aber wir können uns ja gleich noch einen Chilling-Dude dazu nehmen. Vom Rudel und ich kann noch rennen. Doch, rennt. Okay, dann gehen wir mal nach Hause. Ich mach's mir mal gemütlicher. Heimnest mit zwei Herzchen. Ja. Und dann wird gleich mal eine andere Person aus unserem Rudel gebankt. Und wir bekommen ein neues Körperteil. Was uns das, ich glaube, verzaubern. Steht das hier? Nee, bezaubern, posieren. Genau, posieren. Was uns das Posieren erlaubt. So. Gut. Machnelei, Machnelei, Scam. Bin auch auf Krawall gebürstet. Heißt das so? Auf Krawall gebürstet? Klingt irgendwie komisch. Auf Krawall gebürstet. Hä? Wo sind denn die anderen? Auch gut. Woher kamst du jetzt? Auch okay. Gut. Okay, dann lernen wir gleich mal das schöne Posieren und dann können wir uns sogar auch mit 1000 leveligen. Oder anderen, die weiterentwickelt sind als uns, gleich nicht mehr, anfreunden und sie auch in unser Rudel nehmen. Dann haben wir ein bisschen stärkere in unserem Team und diese Gurke, sie ist faszinierend ohne Witz. Sie ist. Sehr toll. So, was haben wir denn hier alles? Rammen, Level 4. Gerne. Ist man Hirsch oder was? Wie machen wir das? Hier so in den Arsch oder so? Oder hier, genau hier, hier. Hier? Wie können wir das bearbeiten? So. Jetzt können wir das noch bearbeiten. Ja, komm, so ist doch hübsch. Gut. Und das hier, das bringt uns noch Gesundheit. Dann nehmen wir das auch noch mit. So. Ja, du bist hübsch, mein Freund. Mit deinem schönen Schnauzer. So. Das ist ein klein wenig so in der Mitte. Und natürlich auch designtechnisch hier up to date sein. Ne? Klein wenig runter noch. So. Und hier, das ist zu teuer. Wow. Scheiße, sind die teuer! Alter! Okay, dann kommt das hier mal weg. Das hier kommt mal weg. So. Und dann nehmen wir uns mal hier, was zum Posieren. Schlagen 4. Auch teuer. Ah, ich will was zum Posieren. Wo finde ich die? Hier bestimmt. Posieren? Nee. Nein. Bezaubern haben wir ja schon. Bezaubern Stufe 4. Wie das klingt. Ja, das gibt's doch nicht. Gab's da nicht was für? Okay, ich tu mal hier so. Na. Gut. Und, ansonsten. Sehen wir dann später. Der Pornonese, oh Mann. Gut, speichern und beenden und mir fällt gerade auf, ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Ah, sowas vergisst man immer, ne? Man denkt sich, hey, ich setze mich jetzt vor den PC und mache eine schöne Aufnahme, aber dann vergisst man manchmal auch die Vorbereitung, beispielsweise auch Audiotest oder so. Das habe ich nicht vergessen hier, ne? So schlau bin ich noch. Und jetzt sind wir hier so unendlich viele. Hä, was ist los? Hier sollte.
bestimmt schon Alpha sein, oder? Haben wir schon einen Alpha? Da, Alpha. Aber der ist schon in unserem Rudel, oder? Oder? Ich weiß es gar nicht. Ich denke schon. Gott, haben wir viel Leben. Uiuiui. Richtig strong hier. Okay, wir gehen mal dahin und schauen mal, wer uns nicht folgt. Und der kommt dann in unser schönes Rudel. Nämlich der da. Was will der hier? Der ist stark. Die sind stark hier. Das war aber auch ein Alpha. Unser Alpha ist noch stärker. Viel stärker sogar. Gut. Hier können wir auch. Ne? So, sauber. Okay, nun haben wir auch schon jemanden dritten im Rudel. Jetzt sind wir schon zu viert und... Ja, ich würde sagen, ihr werdet jetzt gebankt. Obwohl. Baby Spore Minecraft. Was? Hä? Spore Minecraft? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber... Okay. Seltsam. Spore Minecraft? Hä? Okay. Okay. Gut. Da wir die einzigen sind, die hier Spore machen, vor allem auch auf YouTube, gibt es ja nicht viel, gibt's ja sehr wenige Minecraft-Let's Player, wie man weiß, ne? müssen die jetzt sterben? Ich laber wieder nur Scheiße, ihr merkt's, ne? Ich laber wieder nur Scheiße, so. Gut. Da ist nur einer. Komm her, mein Freund. Ja, bist ein Baby, ne? Juckt mich aber nicht. Komm. Oh. Wie gnadenlos sie zermetzelt werden hier, herrlich. Das ist echt schön. Jetzt denkt ihr alle, ich wäre Psychopath oder so, ne? Jetzt denkt ihr alle, ich wäre irgend so ein Psychopath, der es mag, wenn Babys zerfleischt werden. Ja, wer denn nicht? So, ist er tot? Da ist er. Okay, den fresse ich gerade mal und... Oh, ich komme gerade nicht auf die Steuerung klar. Was ist los? Gut, wir essen gerade mal was und... Jage 4 Spawn Minecraft. Wie viele haben wir jetzt? 3. Von 7. Wo ist der vierte? Wir brauchen noch einen vierten. Für die DNA. Da sind noch welche. Aber das sind keine Spawn Minecrafts. Da sind Dudes von uns. Na, komm, wo seid ihr? Da? Ne, der ist tot. Aber es kam doch aus der Richtung irgendwie. Na, komm, da. Nein. Ich bin verwirrt. Wieso gibt es hier keine Spawn-Minecrafts mehr? Ich will sie töten. Schade. Na, okay, dann töten wir die. Gut. Es mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht langweilig sein, aber glaubt mir, es wird immer spannender, das Spiel. Ich war zwar noch nicht über die Stammesphase hinaus, aber... Leute, die das gerne spielen, für die muss es ja einen Antrieb geben, dass sie es durchspielen und Weltraumphase soll sehr, sehr lange dauern. Wie man sagt, ja, wir kommen mit diesem Pornonesen noch ins All und mit dem hier müssen wir uns anfreunden. Seht ihr das? Das ist einer dieser heftigen Bosse. Schurke Tochter. Mit dem müssen wir uns anfreunden. Oder wir zerfleischen ihn, das geht auch. Ach verdammt, wir können nicht posieren. Habt ihr, wir kriegen den hin? Ja, also ich meine... Töten wir ihn? Ich denke, wir würden das hinkriegen. Tanzen. Wäre natürlich besser, wenn wir im Rudel hätten. Sauber. Nice. Wo ist er jetzt? Da. So, okay. Du gehst jetzt und du kommst zu uns. So. Oh nein, wir können ja noch nicht posieren, stimmt. Okay, nochmal. Ja, er regt sich auf. Ja, macht er. Nee, wir können das nicht, Bro. Wir können nur singen. Und tanzen und bezaubern. Macht er. So, tanzen. Ja, tanzen, gut. Da oben, es geht immer weiter. So, jetzt singen oder so. Ja, nochmal tanzen. Ja. Ja, ja. Jawohl.
Jetzt wird alles zerschnetzelt hier. Zieht euch das rein. Jetzt haben wir hier so ein Level 250 lebender Typ da. Junge, Junge, Junge. Es gibt noch welche, die sind irgendwie 1000 Leben oder so. Richtig heftig. So. Schaut euch das an. Der zerschnetzelt den. So ganz schnell. Das war ein Alpha. Wird das Spiel richtig easy. Richtig easy wird das Spiel. Oh. So. Damit können wir alles zerficken. Alles. Und jetzt alles. Alles geht damit down. Wow. Den Arsch vor mich. Ja, jetzt hat das Spiel ja gar keinen Schwierigkeitsgrad mehr hier. Das ist ja geil. Toll. Gut, dann ihr seht unten die die Fortschrittsleiste. Es bewegt sich immer höher. Immer weiter nach oben. Wir haben es fast geschafft. Wir sind fast in der Stammesphase und die da sollen sterben. So. 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 Komm, und tot. Es geht so schnell. Das ist genial, ohne Witz. Das ist genial. Ich habe jetzt keinen Plan von der Zeit, aber mir ist jetzt einfach die Zeit egal. Ich mache jetzt diese Folge so lang, bis wir die Stammesphase erreicht haben. Das heißt, ich werde diese Folge so lang deduziert zermetzeln, bis wir in der Stammesphase sind. Beziehungsweise genug DNS haben. Und wenn die Stammesphase zu kommen, dann fangen sie an zu reden. Dann sagen sie Porno, Porno. Ja. Pornese, Pornese. So. Irrationaler Grund, da hochzuschweben. Aber was soll's. Fresst alle noch was. Stärkt euch. Oh, uns geht's ja gar nicht gut. Oh. So was vergisst man dann auch, ne? Aber allen geht's gut. Wir haben einen Alpha, wir haben einen Boss und wir haben einen Typ verloren. Wow. Okay. Viel zum Thema Unterschätzung. Aber auch nicht schlimm, weil zieht es euch rein. Das will ich mir ja nochmal von der Nähe ansehen, mehr oder weniger. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wie das war. Dass wir das Nest würde ich gern haben. Aber wie geht das? Nein. Schafsweide. Da irgendwie was machen? Oh. Hier die Kamera. Gibt's da nicht irgendwie was? Okay, gut. Das wäre echt cool. Wenn nicht? Ne? Okay. Dann nicht. Dann nicht. Okay. Wir holen uns noch mehr. Ah, ich habe noch so eine links oben was bekommen für mehr Gesundheit. Was natürlich auch wieder sehr viel weiterbringt. Und ich müsste gern was essen hier. Ich müsste gern. Mein Deutsch ist wieder am besten. Wir haben es fast geschafft, Leute. Wir haben es fast geschafft. Fast sind wir soweit. Das können wir nochmal essen. Auch wenn das nicht mehr so fresh aussieht, aber. Ah ne, das ist das daneben. Das essen wir nochmal. Oh. Das ist eine Pflanze. Oh. Jetzt haben wir gekotzt. Okay. Das war eine Pflanze. Auch gut. Ah, die können wir töten. Oh Mann. Ich stelle mir gerade vor, wie so ein Typ sich die ganze Zeit Facepalm gibt, weil er meint so, ne, Pflanzenfresser ist viel besser und das hat sich gereimt. Pflanzenfresser ist viel besser und freut dich auch mit denen an, ne? Aber nee, mein Freund, nee. Aber jetzt haben wir uns gleich mit zwei angelegt. Das so klug ist. Mit zwei Völkern sozusagen. Aber die kriegen wir easy hin hier. Easy going. So. Das war's schon. Nice. Okay. Der rennt. Wow, ist das groß. Das will ich haben. Das ist bestimmt gut. Wenn das so groß ist. Groß ist immer besser. Boah, sieht ja richtig fett aus. Rammer. Ah, okay. Rammer. Sieht aus wie eine Schnecke. Okay. Schauen wir, was haben wir hier noch? Ist auch noch eins. Mir Lack. Noch mehr Gesundheit. Ding da. Slim Slam Kablam. Okay. Gut. Dann sind die jetzt hier. Müssen die jetzt dran glauben? Wir haben schon fast wieder 300 DNS-Punkte.
Was auch sehr gut ist für uns. So, du mein Freund. Alle schießen ab. Und, oh verdammt, ich hab Schlucke auf. Oh Gott. Katastrophe in der Aufnahme. Oh Mann. Oh Mann. Gut, was haben wir hier? Okay, der ist auch 50 Leben hier. Aber selbst ohne Rudel kriegen wir den Down, weil er einfach so hässlich ist. Ja. Na okay, es gehen alle drauf. Aber ich hätte ihn auch so bekommen, bestimmt. Weil er hässlich ist. Nee, im Ernst, sieht das hässlich aus, Alter. Ich frag mich ja auch immer, wie die Leute sowas erstellen können mit dem Editor. Also, das sieht ja schon richtig abgefuckt aus. Also jetzt im Gegensatz, unser Dino ist ja ziemlich einfach. Hat hier eine Gurke hängen, hat da ein bisschen oben. Okay, das sieht echt cool aus da oben eigentlich. Sieht so, das sieht so glitschig aus. Ich verstehe das gar nicht. Warum sieht er so glitschig aus? Warum? Okay. Ja, das grenzt schon an Massenvergewaltigung, was wir hier machen im Rudel, ne? Echt krass. Gut. Die Tochter sind deine Verbundenen. Ja, wusste ich. Ach, Torete. Das ist ein bisschen was anderes. Torete, es gibt ja nur eine Torete, ne? Naja. Gut. Was haben wir hier noch? Ja, wir rotten alle Spezies aus. Wir sind richtig harte Ficker. Wir rotten einfach alle aus. Richtig krass. So, aber wir haben es fast. Ihr seht es unten, die Fortschrittsleiste, sie geht immer höher. Komm nach unten. Oh, das Baby legt sich mit. Ne, ist gar kein Baby, ist ein kleiner. Komm. Hier alle drauf, alle drauf. Es geht alles so schnell. Warum? Warum geht das alles so schnell? Ich glaube, im nächsten Folge tue ich mir einfach mal zur Abwechslung anfreunden, ne? Wir haben zwar hier voll die harten Ficker und so, aber wir werden uns gleich anfreunden, ja? Mit denen hier. Die sehen voll hart aus. So, du. Du willst Stress, oder? Glaub mir, du willst keinen Stress. Mit uns nicht, nein. Ja. Also. Bezaubern. War das, ne? Nein, war es nicht. Verdammt, war posieren. Okay. Nee. Oh. Tanzen. Okay, er ist wütend immer noch angry. Komm, tanzen. Noch ein bisschen. Und singen. Ja, jetzt haben wir ihn. So, noch den. Sehvermögen. Okay. Komm. Tanzen können wir. Oh, wie tanzt der? Tanzt ja voll aus der Reihe. Das können wir nicht. Tanzen wir lieber. Was macht er? Den Kopf. Aber singen können wir. Yay. Oh. Was war jetzt sein Problem? Okay. Okay. Ich will euch ja nicht töten, aber wenn ihr so bockig seid, das ist echt nicht cool. Tanzen? Ja, toll. Ja. Jetzt will ich verarschen. Ich kann das nicht, Mann. Warum auch nicht? Sowas könnte man ein bisschen simpler bauen, ne? Das wüsste ich, wie ich es baue, aber jetzt sowas? Sieht echt abgefuckt aus. Okay, töten wir sie. Naja, wenn die bockig sind, dann müsst ihr halt sterben, ne? So, das hier. So. Hey, stirb. So. Und jetzt ist soweit, Leute. Jetzt haben wir es geschafft. So, nun haben wir es geschafft. Glückwunsch, dein Gehirn ist nun voll entwickelt und platzt schon fast in den Nähten. Bereite dich auf die Weiterentwicklung zur Stammesphase vor. Machen wir gerne mit unserem lieben Typen hier. Und ja, du hast es an die Spitze der Nahrungskette geschafft. Wir haben alles ausgerottet.
Wenn du bereit bist, in der Stammesphase dein Glück zu versuchen, klicke auf den Weiterentwickeln-Button. Machen wir natürlich gerne. Aber klicken hier, um einen Stamm zu gründen. Ja, du musst noch einmal in den Designer, um dein Aussehen für alle Zeiten festzulegen. Es ist deine letzte Gelegenheit, Arme hinzuzufügen. Habe ich schon. Das kann beim Umgang mit Werkzeugen recht hilfreich sein. Gut, die will ich noch zermetzeln. Einfach aus Prinzip, weil sie bockig waren. So. Und weiteres machen wir dann in der nächsten Folge. Und wow. Frame-Einbrüche. Sehr gut für einen Cut. Ich weiß, das ist jetzt fies. Für die, die sich auf die Stammesphase freuen. Aber, ja, wir gehen mal hier hin. Und schauen uns nochmal den Verlauf hier an. Und, boah, was ist los? So. Davy, schließe die Kreaturen innerhalb einer Stunde ab. Ja, machen wir. So, hier alles. Was wir hier dran gebaut haben. Oh Mann. Hier sind immer Raubtier anpassungsfähig. Sind wir leider nicht. Wäre ich gern geworden, aber. Was steht hier? 2.437.000.000 Jahre. Evolutionsuhr. Oh, okay. Der Wunsch. Der existiert schon seit 2 Milliarden Jahren. Okay. Okay. Gut, und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit unserem lieben Pornonesen, mit dem wir dann in die Stammesphase gehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch ein Like da oder noch besser einen Kommentar. Den Kommentar war eigentlich am liebsten. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Abenteuer mit dem Pornonesen in der Stammesphase. Und dann würde ich sagen, ciao!